Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Shadow of the Tomb Raider. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Und würde mich mega freuen, so den ihr euch dazu entscheiden solltet. Und ich habe nachgeschaut. Ich bin ja clever. Ich habe ja Internet. Ich habe ja andere kluge Menschen, die das alle schon entdeckt haben vor mir. Und ich weiß ungefähr, wo sie sind. Aber ich weiß auch, wo ein Rucksack ist. Vielleicht deckt der ja alle auf, die wir noch brauchen. Mit etwas Glück. Sonst habe ich ungefähr eine Ahnung, wo sie sind. Sehr, sehr ungefähr, aber könnte ja durchaus reichen. Eine ungefähre Einschätzung, wo es sein könnte. Also, ich weiß sehr genau, wo sie sind, aber ich erinnere mich da jetzt nicht mal so krass dann dran, ne? Wenn ich da jetzt hingehe. So ein Gedächtnis habe ich nur auch nicht, dass ich jetzt die genaue Pixelposition von irgendwelchen Sachen auf einer Karte noch eindeutig weiß. Ich glaube, hier unter Wasser müsste noch eins sein, aber hier ist ein Backpack irgendwo. Da ist auch das letzte Lagerfeuer. Das habe ich gar nicht mehr geguckt nach dem Lagerfeuer. Das erklärt, warum wir hier nichts gefunden haben, wenn wir hier nie waren. Aber warum sollte man auch hier hingehen? Hier ist ja nichts. Ja gut, das ist da, ne? Okay, das eine wird einem angezeigt. Das Gold wird einem wieder angezeigt. Das wird dann angezeigt. Okay, alle werden einem angezeigt. Okay, wunderbar. Alle, die wir noch brauchen, werden angezeigt. Das ist doch schön, meine lieben Freunde, oder? Das ist doch wunderschön. Da haben wir das nächste Gebiet auf 100% gemacht. Würde ich ja behaupten, ist schon ziemlich nice. 100% ist immer gut. Ach nee, das Gold wird nicht mehr angezeigt. Gut. Das blinkt dir nur gerade einmal auf. Da, 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 da. Da muss man doch da drunter. Habe ich mich doch richtig erinnert, dass wir hier irgendwo reinschwimmen mussten. Aber das ist nicht so, wie ich mir das in Erinnerung hatte. Aber ich glaube schon, dass ich mich hier daran erinnert habe und nicht an Assassin's Creed. Es waren Leute, die nur diesen Party gucken. Was labert ihr da? Ja, ich habe viel gesprochen und ich erinnere mich noch an alles, was ich gestern gesagt habe. Also fast alles. Dann gehen wir noch hier oben hin. Wir könnten handeln. Hast du Hanf? Das Hanf da? Kein Hanf. Gar nichts mehr. Oh. Ja, dann nicht. Waren wir hier oben jemals? So wirklich hier hochgelatscht sind wir, glaube ich, nie, aber hier ist ja auch nichts. Außer ein dieser Verstecke. Mehr ist hier ja gar nicht. Also wirklich hier hingelatscht sind wir noch. Oder. Ne, wir sind nie da. Wir sind nie hierher. Sind wir hier jemals runtergetaucht? Nee, oder? Hier ist ja auch nichts. Sehe ich das gerade richtig? Hier ist nichts, ne? Ist einfach nur so ein bisschen Wasser. Nö, hier ist gar nichts. Ich glaube, wir standen schon mal hier an dem Ding, aber sind nicht reingehüpft. Weil ich mir dachte, nee, da gehen wir jetzt. Ja, ja, wir waren schon mal hier an der Stelle. Ich weiß nicht, ob wir im Wasser drin waren, aber. Ihr wisst das vermutlich besser. Aber ist auch wurscht. Im Wasser ist nichts mehr, das wissen wir. Wir wissen, dass das letzte Ding, was wir noch sammeln müssen, hier vorne ist. Ja, okay, das ist wieder Zonenwechsel. Guck mal, Lara tanzt. So. Oder sie stampft. Wir mussten jetzt aber den Weg nach oben gehen, ne? Um dahin zu kommen. Unten war ja ein anderer Weg. Wenn ich mich richtig erinnere. Warum geht sie jetzt schon wieder so langsam hier nach oben? Ach, Lara. Alles wegen der Ladezeit, oder was?
Danke, Lara. Sehr lieb von dir. Auf zum Lagerfeuer und das Lagerfeuerlied singen. Ich habe überlegt, ob wir das DLC-Grab jetzt in hier anfangen, diesen Part oder nicht. Das kommt darauf an, wie lange wir brauchen, um das letzte Gebiet noch eben zu vervollständigen. Darauf kommt das an. Aber das müsste jetzt ja 100% hier sein, oder? Habe ich das? Ja, 100%. Wunderbar. Also die kleinen Gebiete sind deutlich schneller hier abgehandelt. Wobei die Frage ist aber einfach, was ist ein kleines Gebiet in Tomb Raider 2 gewesen, ne? Also es geht schon, also sagen wir mal so, es geht sehr fix, die Sachen jetzt abzuschließen, bisher. Was aber auch daran liegt, dass ich vermutlich auch sehr mit offenen Augen durch die Spielwelt gelaufen bin. Damit das nämlich nicht passiert, dass wir das Problem haben, dass wir so viel suchen müssen. Die Truhe hier unten hatten wir auch schon gesehen. Wir konnten sie nur nicht öffnen. Und eine der Challenges haben wir hier auch schon gesehen. Eine der Challenges. Ich habe mich nämlich gefragt, was man mit diesen Dingern macht, und jetzt weiß ich, dass es eine Challenge ist. Was ist denn hier? Was bringt denn das hier? Achso, zum Grab zu kommen, okay. Ach, Blumenpflückerin, das ist das andere Ziel. Ah. Okay, also müssen wir hier ein paar Bäume hochklettern und Blumen pflücken. Hat die Frage, wo diese Bäume sind, das wird mich, glaube ich, dann in den Wahnsinn treiben, die Bäume zu finden. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Bäume? Bäume, 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 Bäume. Raubst mir den Verstand. Lara. Lara raubt mir immer den Verstand. So ist die Lara halt, ne? Immer am Verstand rauben. Leder können wir gebrauchen, nimm mal mit. Wenn sie eh kostenlos rumliegt. Hier da oben, das ist das andere Ding, genau. Ich weiß nicht, wie man das... Einfach draufschießen. Nee. Da war irgendwas drin, aber das ist jetzt tot. Kann man das sein, dass man das abfackeln muss? Ja. Okay, dann machen wir... Ich glaube, da oben sind wieder Blumen. Also man kann nur an Bäumen hoch, die leuchten oder diese Dinger hier, die Ranken drumherum haben. Und das sind doch wieder Blumen, oder nicht? Was heute waren das für Geräusche? Ihr habt das auch gehört, ne? Komm, komm, komm. Als wäre da unten irgendjemand und hat da irgendwo rumgehämmert. Da vorne sind nochmal Blumen. Da ist nochmal eins. Da vorne ist nochmal eins. War schön, dass man in diesem Spiel hier nicht mehr jagen muss, ne? Ich kann alles auch so finden. Ich glaube, das haben die absichtlich gemacht, weil es manche Leute gibt, die vielleicht damit Probleme haben, Tiere zu jagen, die aufzuschlitzen und so. Es gibt auch Leute, die sind ein bisschen zart beseitet. Gar nicht wertend gemeint, ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, irgendwie, wenn ihr jetzt so seid oder so, dass ich euch deswegen jetzt irgendwie schlecht reden möchte oder so. Es ist ja vollkommen legitim, dass man ein bisschen bei Gewalt in Videospielen und so, ne?
Vor allem die Tiere können ja nichts dafür, ne? Die leben hier einfach nur ihr Leben und wir laufen hier hin und nehmen deren Felle, um daraus irgendwelche Kleidung zu machen. Gut, es gibt ja Tiere, die du töten musst in der Story. Wir haben ja dann auch diesen Leoparden getötet und direkt eine Rüstung draus gemacht und den sein Fell getragen. Aber vielleicht kann man das ja noch so ein bisschen rechtfertigen, von wegen, wir brauchten ja irgendwie Kleidung oder so, aber wir brauchten ja gar keine, wir hatten ja gute Kleidung, aber egal. Irgendeine Rechtfertigung wird es dafür schon geben. Okay, da ist das letzte Ding. Aber wir brauchen noch eine Blume. Ich glaube, eine brauchen wir noch. Sieht nicht so aus, als wäre hier vorne eine Blume. Wo könnte die letzte Blume sein? Ich weiß es doch auch nicht, Mann. Da-di-da-da-da-da-da-da. Wir suchen eine schöne Blume. Ja, wo ist denn diese schöne Blume? Wo kann sie denn nur sein? Wo ist diese schöne Blume? Brauche dich doch, Mann, mein Sonnenschein. Da-di-da-da-da-da-da-da. Wo bist du denn nur hin, meine Blume? Ich suche, suche, suche dich und finde, finde, finde dich nicht. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hier kriegen wir echt viele Ressourcen, ne? Das ist übrigens kein Öl, dieser Tropfen, das ist Fett. Ich hab's nicht erwähnt, dass es Fett ist. Ich hab's einfach mal gelesen, schon vor 10 Parts. Dass es Fett ist, aber hab's nicht mal erwähnt, weil... War mir peinlich, dass ich das Öl genannt habe. Aber gut, im zweiten Teil war es Öl, ja? Also, so peinlich hätte mir das gar nicht sein müssen. Ja, jetzt sind wir in der Scheiße von den Tieren. Geil. Ja, Lara, willst du noch ein bisschen länger da drin Spaß haben? Oh, Kodierung war wieder überlastet. Warum ist das denn jetzt hier? Das war am Anfang des Spiels überhaupt nicht hier. Ha. Weird. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Blume vielleicht woanders ist als hier in dem Gebiet. Auf dem Weg zum Grab zum Beispiel oder auf der anderen Seite. Man kann ja auch rüber über den Fluss. Vielleicht ist es da ja noch. Weil hier sehe ich halt wirklich keinen Baum mehr, wo man hoch kann und wo ich schon eine Blume oben dran sehe. Ja, da kann man hoch, aber da war ich ja schon oben. Wie war das nochmal? Weggucken von der Kante, dann B gedrückt lassen? Nee. Okay. Geht doch. Hier ist bestimmt auch eine Waffe drin oder so. Wobei, vielleicht haben die auch was gefunden, irgendein Relikt. Es war ein Relikt. Dieses polierte Schmuckstück aus Silber weist einen Goldrand und eingearbeitete Türkise auf. Es scheint eine Art dekorativer Spiegel zu sein. Die Rückseite ist mit einer filigranen Darstellung X-Chels verziert. Das mit den Frameverlusten ist schon ein bisschen traurig, ne? Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Aber hey, ich glaube, es ist trotzdem genießbar, das Let's Play. Ich habe mir das gestern angeguckt, dann ruckelt es halt einfach so ein bisschen. Aber so schlimm ist es, glaube ich, nicht, oder? Das müssen wir die letzte Challenge noch erschaffen hier. Sind da oben Blumen? Nee.
Da oben sind auch keine Blumen. Ich weiß nicht, ob da vorne nochmal Bäume sind, wo man hochklettert. Das ist da oben Blumen? Ne, das ist nur ein Vogelnest, ne? Ja. Na gut, die Gegend hier ist auch alles. Noch die Gegend. Wo haben wir hier angegriffen, ne? Dafür habe ich nicht genug Platz. Gehen wir da runter, gibt es keinen Weg zurück mehr, ne? Gut, wir haben hier hinten noch ein Versteck, aber ob das wirklich bis hier drüben geht, weil die Challenge wird mir ja hier angezeigt, ne? Versteht ihr? Das ist ja, als ob die dann bis da hinten geht, aber das kann schon sein, theoretisch, praktisch, keine Ahnung. Aber wir können uns da hinten wieder teleportieren im schlimmsten Fall. Okay, warum ist da noch so ein Ding? Also mehr als man braucht. Also durchaus möglich, dass hier doch nochmal irgendwo eine Pflanze ist dann. Am unteren Bildschirmrand, der Schatten, der da immer kaputt ist, ist immer ein bisschen komisch. Gucken, ob ein neuer Leopard hier ist. Vermutlich schon, wenn ich ehrlich bin. Aber wir uns hier auch irgendwie farmen können, ne? Nicht? Haben wir ja Glück gehabt. Da oben sieht es aber nicht aus wie Blumen. Gut, hier war das mit dem Überlebensversteck. Da sind aber auch keine Blumen drin. Das ist halt der Weg zum Überlebensversteck. Da wird er eh hin müssen. Das ist da oben. Aber da komme ich doch nicht hin von hier, oder? Ja. Ich glaube, da müssen wir von oben hin. Nach da oben kamen wir hier rüber, ne? Ah, hier ist eine, ist das eine Blume? Nein. Schade, hätte ja sein können. Hier dürfte es dann sein, ne? Ist verständlich, warum ich das nicht gefunden habe, oder? Vorher. Random oder so. Das ist schon echt gut versteckt. Aber es sieht nicht so aus, als wäre das, was ich suche hier. Es sieht irgendwie nicht so aus, wenn ich ehrlich bin. Als wären die Blumen hier.
Klar, die Blumen könnten auch hier vorne noch sein, aber... Hm. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Na, lass mal ganz kurz herstellen, hier am Feuer. Wenn wir schon mal hier sind. Perfekt. Alles geupgradet, oder? Wenn ich das richtig sehe. Vollständig verbessert. Vollständig verbessert. Ja. Okay, können wir noch Kleidung herstellen? Können wir. Konzentrationszeit brauchen wir nicht unbedingt. Feindentdeckung. Machen wir das so. Weil es hat auch Vorteile, die ich gebrauchen kann. Jetzt können wir hier doch alleine durch. Ging das vorher? War das nicht vorher so, dass man da nicht alleine durch konnte? Ich glaube, das ist nur der Weg zu zur Stadt, aber wir können doch vor der Stadt auf jeden Fall nochmal anders uns bewegen. Ah, wir können hier nicht mehr. Achso, wir können einfach. Okay. Ja. Aber hier ist auch ganz sicher keine Blumen im Baum. Ganz ehrlich, hier ist vieles, aber keine Blumen im Baum. Nee. Mir ist nur noch so eine dumme Blume fehlt, ne? Es ist eher so ärgerlich, wenn es einfach nur eine einzige Sache nicht hat. So ärgerlich. Dafür habe ich nicht genug Platz. Hier vielleicht irgendwo einen Baum? Nö. Das Grab haben wir gemacht, naja. Gut, von hier kommen wir zurück wieder. Da brauchen wir jetzt wirklich nicht teleportieren. Und nachher habe ich das Gefühl, dass es vielleicht hier noch gewesen wäre, aber ich glaube mittlerweile die Chance, dass es hier noch ist. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ist sehr gering. Hier könnte es aber sein. Da oben Blumen. Ja, ja, da sind sie. Dafür habe ich nicht genug Platz. Kann ich jetzt nicht mitnehmen, weil ich nicht genug Platz habe. Moment. Okay, nee, die zählen nicht, die Blumen. Die zählen einfach nicht dazu. Ja gut, das ist natürlich da ein bisschen blöd, wenn die nicht zählen. War doch ein Leopard oder was? Scheinbar ja. Folgt ihr mich immer noch? Na, jetzt nicht mehr, glaube ich. Hm.
Ich bin mir einfach sehr unsicher, wo das ist. Da lass uns einfach mal komplett zurückgehen. Na, da kamen wir irgendwo hier runter oder so, ne? Ich glaube, wir kommen gar nicht weiter zurück als das. Jetzt. Hey. Dann ist es vielleicht doch hier oben beim Weg zum Grab oder so. Aber ihr könnt doch relativ schnell das Grab, ja. Oh. Hier hinter in der nach der Höhle ist hier noch und dann noch mal ein bisschen grün danach. Nee, sieht nicht so aus. Boah, lass mich doch in Ruhe. Tut doch nur eine Blume. Sind die Blumen respawned da oben? Ja, ne? Ich glaube nicht, dass das zählt. Ich glaube nicht, dass respawnte Blumen... Oder sind das neue... Warte mal. Wie kommen wir da hoch? Von hier springen kann ich ja nicht. Aber kann ich das so machen? Moment. Aber das könnten die Blumen sein da oben. Aber wie kommen wir zu denen hin? So. Nochmal Jump. Habe ich das nicht schon gemacht? Ich bin mir gerade unsicher, ob ich das nicht schon gemacht habe. Aber ich sehe gerade keine andere Möglichkeit. Das waren sie. Wunderbar. Uiuiuiui. 100%. Wunderbar. Das heißt, Weltkarte 56% jetzt. Dann auf zum Lagerfeuer. Und im nächsten Part geht's dann ins DLC-Grab. Diesmal wirklich. Wir können zwar noch in der Stadt hier noch ein paar Sachen machen, die ich schon machen könnte, aber das lasse ich jetzt erstmal, weil wir gehen jetzt erstmal in die Stadt und machen das DLC-Grab. So, und dann ist der Part, glaube ich, mal eine Minute früher vorbei als sonst. Damit wir uns im nächsten Part voll und ganz auf das Grab einlassen können. Und bis dahin, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Lara Croft und euer Potato Pet verabschieden sich. Bis dann. Tschüss.